Hi Leute, hi Tanz-PDs. Heute sprechen wir über das unsägliche Wort irgendwie. Bis gleich. Da sind wir jetzt wieder. Schön, dass ihr da seid. Das Wörtchen irgendwie, das kann ich nicht leiden, weil es ist nicht undefiniert, unklar, sagt nichts, sagt ja oder nein, ist irgendwie, sagt nichts Klares. Wer ist, was ich sagt, ja, ich möchte Marathon machen. Und irgendwie werde ich dieses Jahr starten, üben und irgendwie werde ich dann auch halt Zeit finden, irgendwie in der Woche, dass ich irgendwie da so Zeit finde und dann irgendwie halt trainiere, dass ich irgendwie den Halbmarathon schaffe, um irgendwie auf den zweiten Platz zu kommen oder so. Das ist nämlich unklar, deswegen streiche ich das Wort irgendwie. Ich mag das Wort nicht, das ist total, nee, vom Klang her, nein, auch nicht. Irgendwie ist das Wort irgendwie total doof. Und irgendwie habe ich das Wort auch schon, ich habe das Wort irgendwie auch schon gestrichen aus dem Wortschatz. Ich rede zwar noch, ich nutze das zwar noch sehr selten, also außer erwische ich mich dabei, jetzt leider gerade eben habe ich auch das Wortchen, das unaussprechliche Wort gesagt. Ja, und ich kenne auch in einem Bekannten- und Freundeskreis so 3, 4, 5 Leute, die das in jedem zweiten, dritten Satz sagen, das Wort, das ich nicht mal sage. Und die sollen das unsägliche Wort, ich sage es noch einmal, irgendwie, Anführungszeichen oben, Anführungszeichen unten, aus euren Worten streichen und durch klare Sprache ersetzen. Das heißt, entweder ihr sagt, macht irgendwas, also sagt ja, oder ihr macht irgendwas, nichts. Also ihr entscheidet euch für was, entweder ja oder nein. Und nichts, dieses unschwächliche Wort dazwischen, was ich jetzt eben gesagt habe. Also streiche das Wort irgendwie aus eurem Wortschatz, dann lebt ihr auch besser und habt eine klare Sprache und lebt nicht mehr so schwammig. Und deswegen, was ich Video gefallen hat, dann hoch, fand ich da runter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.